Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Was für Wassertafeln habe ich noch nicht, also einfach weitergehen. Und hier muss ich wieder was umbringen. So, die sind tot. Ich habe wieder kein Ei von dem komischen Linky-Ding da bekommen. Schwenn. Komm, noch mehr. Du bist der Buff-King. Was verbessere ich jetzt bei Sunny? Kritische Kreuzung nicht. Ich könnte den Eissturm aufwerten, dass er mehr Schaden macht. Ich könnte natürlich noch mal bessere Krallen holen. Komm, dann hole ich mir Zertrümmern. Das macht gerade am meisten Sinn. Hier ist wieder dieser Mensch. Hallo Spektralhüter, dies ist das Zentrum des Sonnenpalastes. Eigentlich würdest du dort drüben einen hohen Turm sehen. Anscheinend waren meine Befürchtungen begründet. Jemand war hier und hat sich an den Mechanismen des Sonnenpalastes zu schaffen gemacht. Weißt du, es gibt Mechanismen, um den Turm anzuheben oder zu senken. Wir müssen den Turm wieder anheben, damit wir bis zur Sonne des Adlers oben im Sonnenpalast steigen können. In den Aquädukten unten sind Hebel versteckt, mit denen man den Turm anheben kann. Der Eingang zu den Aquädukten ist direkt hier vorne. Ich werde hier warten, während du den Turm ansteigen lässt. So kann ich ihn dann schnell erklimmen und die Situation einschätzen. Was hast du da eigentlich für einen komischen Fisch? Ich würde gerne erst einmal zur Hüterfestung zurück und die unnützen Dinger loswerden. So. Jetzt habe ich mal eben kurz die unnützen Viecher eben kurz alle weggegeben. Also hier gibt es einen Weg nach unten. Wo ich Spaß im Wasser haben darf. Der Tempel ist bestimmt riesig. Komme ich da ran? Nein. Wahrscheinlich auch nicht, wenn ich so mache. Nee, kann dann nicht mal was hinsetzen. Aber schön, dass ich unter Wasser reiten kann. Ich muss erst irgendein Monster finden, mit dem man schwimmen kann. Ich weiß, dass es sowas gibt. Das wurde ja auch schon angedeutet. Da ist ein komischer Affe. Und noch so ein Speerkämpfer. Okay, ich kann hier gerade alles gebrauchen. So, was nehme ich denn noch? Eigentlich könnte ich Delph gegen Pall wieder tauschen. Das ist bisher das beste Team, was ich halt habe. So, zuallererst Kraft. 7, mach mal deine Sporenwolke. Damit wir den Debuff schon mal hätten. Der nicht aufgetaucht ist. Schade. Kriege ich vielleicht wenigstens noch Frost auf die anderen? Nö. Warum denn auch? Oh, der hat auch diesen Combo-Buff. Der hat auch gerade 5 Ladungen einfach gekriegt. Okay, gut zu wissen. Den weg. Der muss einfach nur weg. Du darfst dich einmal kurz heilen, Sven. Hätte ich sogar als erstes eigentlich machen müssen. Ich versuche es nochmal mit dem Eissturm. Genau der Falsche hat den Frostschaden gekriegt. Und es ist eh wieder weggenommen worden. Ich sehe auf jeden Fall, was dieses komische Ding da vor sich hat. Also was es machen will.
Das will ich aber auch nicht zulassen. Das Ding muss weg. Das will eine übelst hohe Combo holen in Sachen Buff. Und mich dann auf einen Schlag auseinandernehmen. Okay, mit Entzünden zweimal hier haben wir genauso viel wie mit dem Feuersturm. Dann nehme ich doch den Feuersturm. Da habe ich wenigstens alle. So, die Eissperrsalve. Der ist jetzt an der Blutung gestorben. Ich muss jetzt einfach nur irgendeinen Mehrfachtrefferangriff machen und sind eh alle weg. Beispielsweise einfach den Eissturm. Und tschüss. Und nichts dazu bekommen. Okay, Dave, dich tausche ich wieder aus. Du bist nur auf der Bank nützlich. Und ich kann dir ja wenigstens den Skillpunkt noch eben geben. Lebensstabilität. Yannick. Hier. Dann können auch noch Buffs beim Heilen entstehen. Und Zip. Die Spurenwolke würde ich gerne verbessern. Wenn ich Entzünden noch zweimal aufwerte, dann habe ich zumindest für Einzelgegner was Besseres. Aber Zip ist halt eher mehr so, bring die Kombo, indem du einen eine draufhaust, nützlich. Ich habe ein Problem. Ich komme da nicht dran. Also da komme ich dran. Aber das linke, das kann ich nicht aktivieren, weil ich nichts habe, was so weit mit dem Feuerteil kommt. So, die habe ich jetzt auch erledigt. Jetzt geht's hier hoch. Ein paar Schalter. Okay, das ist wieder ein Rätsel. Ich springe einfach mal zur Lösung. So, es hat jetzt echt eine Weile gedauert, bis ich die alle gekriegt habe. Ich kann euch nicht sagen, was der Lösungsweg war. Das wüsste ich im Gedächtnis heraus nicht. Aber dadurch wird der Turm angehoben. Das muss man wahrscheinlich noch auf mehreren Sachen machen. Ich würde mal sagen, hier rechts sind wir fertig. Weiter. Jetzt muss ich hier links wahrscheinlich lang. Ach nee, kann ich ja nicht. Ich habe ja kein Schwimmen. Dann hier links weiter. Keine Ahnung, was der Scheiner gemacht hat. Aber hier ist jemand. So sehen wir uns also wieder mal. Ein reisender Freund. Das ist ein fantastischer Ort, nicht wahr? Okay. Wir haben einfach nur Monsterglocken gegeben. Ich habe schon gemerkt, das ist ein Zeitschalter. Ah, okay. Hier muss ich auf Reiten gehen, damit ich schneller bin. Den aktivieren. Und los. Ich habe einen Schutzmantel bekommen. Gesundheit plus 500. Also jemand, der wenig Leben hat, könnte ich damit richtig viel geben. Dieser Reit-Skill, der ist richtig praktisch. Man ist deutlich schneller dadurch. Und tot. Wieder kein Level up. Aber wenigstens sind die Viecher tot. So, immer schön weiterklettern. Wusste ich doch, dass da eine Kiste ist. So, habe ich mir auch gegönnt. Ein Sonnenstein. Damit kann ich irgendwem weiterentwickeln. Müsste ich gleich mal prüfen, wenn ich wieder bei dem einen Typen da bin, den ich entwickeln kann. Schon wieder Kill.
Und weg sind sie. Ich habe schon wieder ein Klingenwitwenei. Dieses unnütze Ding. So ein Grasgrün-Juwel. Hier ist einfach nur Klettern angesagt. Wieder killen. Und weg sind sie. Ich habe eine Beutekiste bekommen. Und ein Level-Up für Hoden. Erstmal kriegst du deinen Skillpunkt. Was gebe ich dir denn überhaupt? Einen besseren Edelsteinregen. Da machst du wenigstens mehr Schaden. Und die Beutekiste. Ein Skilltrank. Bei hier, neben. Oh, ich hab noch einen. Dann hier, Boden. So, was habe ich denn sonst noch, was ich verwenden will? Ein Level-Up-Zeichen. Kann ich bei keinem von euch anständig verwenden. Ich verbessere mal Pals Feuersturm. Und Hoden. Mana-Zufuhr. Naturjuwel. So, direkt wieder zu Hoden wechseln, damit ich schneller unterwegs bin. Also in der Hinsicht muss man Hoden lassen, er ist echt praktisch. Ich bin schon wieder am Schneegipfel. Was habe ich denn hier für einen Weg freigeschaltet? Er hat den Schneegipfel doch gerade erst abgeschlossen. Ein Weg, der für nix und wieder nix ist. Obwohl, vielleicht ist ja irgendwas in der Wand versteckt. Dann müssen wir jetzt anfangen, den Turm raufzuklettern. Ich würde aber gerne erstmal gucken, ob dieses Sonnenjuwel irgendwem weiterhilft, sich zu entwickeln. Das gucke ich jetzt erst. So, Sonnenstein. Nein, nö. Taiko hat's geholfen. Er ist jetzt ein Butzelritter. Was kann er jetzt dadurch? Okay, er hat immer noch die Beschützerfähigkeiten. Elektrisches Feld. Wenn er angegriffen wird, kann er den verbrennen. Solarstrahlen. Und feurige Stiche. Er kann jetzt erblinden lassen. Die Fähigkeit hätte ich gern drauf. Na gut, er ist jetzt praktisch, was Wind angeht. So, die Debuffs hier natürlich. Hat er jetzt eine neue Fähigkeit? Er entzündet jetzt auch noch Fackeln. Also er ist eine bessere Version seiner selbst geworden. Ich denke mal, dass er mir im Tempel nützlicher sein wird als Pal. Hoden habe ich ja nur drin, damit er mir hier ein bisschen Geld noch mit reinholt. Komm, dann kriegst du von mir jetzt eben kurz ein Level-Up-Zeichen. Kriegst du halt noch einen Skill. Alle Monster der Gruppe erleiden weniger Schaden. Klingt gut. Und dann wieder zurück. Gut gemacht, du hast den Turm um ein Level erhöht. Wir müssen noch höher. In den Aquädukten muss es noch mehr Hebel geben, um den Turm zu heben. Was sagst du? Die Aquädukte sind mit Wasser gefüllt und du konntest die unteren Räume nicht erreichen. Klingt, als wären die Aquädukte übervoll. Das ist seltsam. Vielleicht steckt der gleiche Saboteur dahinter, der auch den Turm abgesenkt hat. Aber mach dir keine Sorge. Hier auf der höheren Ebene gibt es einen Hebel, mit dem du das Wasser aus den Aquädukten lassen kannst. Okay, jetzt ist da unten das Wasser weg. Das heißt, da können wir jetzt weiter.
gut zu wissen. Jetzt haben wir hier ein paar neue Wege. Natürlich gönne ich mir erst die Kiste. Ist doch klar. So, hier ist immer noch Wasser. Wahrscheinlich muss ich jetzt immer wieder Schalter finden, um das Wasser abzusenken. Okay, hier nach unten. Ich kann Hauden ausrüsten. Dann bin ich wenigstens nochmal ein bisschen schneller unterwegs unter Wasser. Hier ist ein Schalter. Was hat der gemacht? Wir werden es ja gleich rausfinden. Okay, da muss ich definitiv erstmal einen Schalter umlegen. Ich gönne mir kurz die Kiste hier. Hat sich auch gelohnt. Gelohnt, da war eine Phönixträne drin. Damit kann ich ja einmal wiederbeleben. So, hier jetzt hoch. Auch die Kiste eben mitnehmen. Ein Level-Up-Zeichen. Nehmen und Psycho geben. Dann kann er jetzt die 20er-Skills lernen. Jetzt kann er auch noch heilen. Psycho! Du wolltest unbedingt wieder ins Team, oder? Und deswegen hast du dich entwickeln lassen. So, hier in der Nähe muss jetzt der nächste Schalter sein. Was bist du denn? Ein Kame. Was bist du für eine komische Schildkröte? Also Zip müsst du dich eigentlich auseinandernehmen. Da war wieder so ein Tanuki. Ich habe immer noch kein Ei von denen. Hätte ich aber gern. So, Arcana Schild. Damit du nützlicher bist. Also egal, was für eine Fähigkeit ich nehme, es nimmt ihn auseinander. Und der Nuki hat keine speziellen Abwehrfähigkeiten, aber dafür hat er generell sehr viel Leben. Ich will denn nicht wissen, was der Tanuki kann. Also, wenn ich ihn benutze. Ich will nicht ein Ei von dem haben. Okay, ich hätte furchtbar gern eins von diesen Caves, weil mit denen kann ich safe die Wasserschalter aktivieren. So, Hoden, du darfst dich auswechseln. Du bist hier wieder nicht von Nutzen. So, ich gehe auf Eissturm, weil die sind gegen Magie schwach. So, Feuersturm hinterher. Die Ultra-Kombo auslösen. Man kennt's. Mir ist egal, von wem ich ein Ei krieg, aber bitte, kann ich nach diesem Kampf ein Ei von einem der Viecher da haben? Wirklich, ich bitte darum. Einmal Lebenskanalisierung, bitte. Soll ich mal Sporenwolke? Guckt euch das an. 15 Treffer. Zip. Zip haut rein. Einer von denen ist weg. Zwei sind weg. Nur der Tanuki ist da. Weg mit dem. Ich habe zumindest ein Kame-Ei gekriegt. Ich habe ja gesagt, dass ich von dem Ei haben will. Wem würde ich denn jetzt gerne reinholen? Maxi habe ich schon lange nicht mehr drin gehabt. Erstmal, was kannst du? Bestimmt wahrscheinlich Verteidigungsskills. Ja, sage ich doch. Der kann Rache. Okay, und er hat auch Macht. Daraus wird ein Phalanx.
Die Erkerkanone habe ich ja schon gesehen, dass die stark ist. Riesentöter. Okay, ein explosiver Stoß. Du kriegst noch die zweite Stufe vom Phalanx. Du kriegst noch Berserker. Und du darfst meinetwegen den Schild hier die Aufwertung. Ach, kannst du nicht. Okay. Und du kannst auch bestimmt die Wasserdinge aktivieren. Nein, kann er tatsächlich nicht. Okay, das enttäuscht gerade ein bisschen. Wo der gerade so extrem eine Wasserattacke reingehauen hat, habe ich schon damit gerechnet, dass man mit dem die Wasserschalter aktivieren kann. Ist mega enttäuschend. Naja, ich würde sagen, damit war es dann auch für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!